Hallo liebe Gamer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Top 10. Heute zeigen wir euch 10 der besten VR-Spiele. Und schon mal kurz vorab, hiervon wird es noch einen Teil 2 geben, in dem ihr mitbestimmen könnt, was wir dort für Spiele zeigen. Also schreibt uns fleißig Kommentare. Jetzt geht's erstmal los mit unserer Nummer 10. Mit Res Infinite brachte Sega-Entwickler Tetsuya Mizuguchi einen Dreamcast-Klassiker in die VR-Welt. Das Zusammenspiel aus Farben und Formen durch eine psychedelische Cyberwelt lassen selbst Res-Veteranen staunen. Dank VR-Brille fühlt sich der Trip noch intensiver an. Ihr fliegt automatisch durch eine Kulisse, die auch einem Tron-Film gut stehen würde. Zum wild pulsierenden Soundtrack schickt ihr zielsuchende Raketen per Knopfdruck auf fliegende Gegner. Trotz des einfachen Spielprinzips ist es vor allem in der Virtual Reality eine ganz neue Erfahrung. Schnelles Umschauen nach oben oder hinter euch ist nötig, denn die Gegner greifen von allen Seiten an. Das kann jedoch auch mal zum Unwohlsein führen. Genau hier merkt man auch die Schwäche des Spiels, welches ursprünglich fürs Gaming auf dem Fernseher konzipiert wurde. Bei der Belagerung aus allen Richtungen wünscht man sich nicht selten auf einem Drehstuhl zu sitzen, um mit den schnellen Drehungen und Bewegungen hinterherzukommen. Der Job Simulator ist wohl eines der skurrilsten VR-Spiele. Wer wollte nicht schon immer nach Feierabend nochmal ins virtuelle Büro und weitere E-Mails schreiben, Dokumente tackern und seinen Chef mit Donuts bewerfen? Letzteres ist in der echten Arbeitswelt übrigens nicht zu empfehlen. In der Virtual Reality ist das aber ein Heidenspaß. Im Jahr 2050 haben Roboter alle Jobs übernommen und zeigen in einem Jobmuseum, wie Menschen früher gearbeitet haben. Ihr übernehmt hier die Berufe von Automechanikern, Gourmetköchen, Büro- oder Ladenangestellten. Ihr interagiert mit PlayStation Move Controller, mit den Objekten in eurer Umgebung und leitet zum Beispiel Anrufe weiter, backt Pizza oder repariert Autos. Der größte Spaß ist aber der Humor des Spiels. Nicht selten werdet ihr angewiesen, suspekte und dumme Aufgaben auszuführen. So weist euer Chef euch an, den Lebensmittelkritiker zu bestechen oder Autos zu sabotieren. Wer in der echten Arbeitswelt nichts zu lachen hat, sollte sich dringend in diesen virtuellen Jobspaß stürzen. Superhot VR ist eine Innovation im Ego-Shooter-Bereich. Das künstlerisch angehauchte Spiel für die PlayStation räumte bereits mehrere Game Awards ab. Der optisch außergewöhnliche Indie-Shooter vereint sowohl Stealth- als auch Strategieelemente und ist wie gemacht für die virtuelle Realität. Ganz in Matrix-Manier verlangsamt sich das Geschehen in Zeitlupe, sobald ihr euch langsam bewegt, und stoppt sogar, wenn ihr stehen bleibt. Das Spiel gibt euch die Möglichkeit, Geschossen auszuweichen oder euren nächsten taktischen Zug zu planen. Man ist quasi mittendrin in der sogenannten Bullet Time. Fordernd ist das Spiel allemal, denn Munition ist meist knapp und die Gegner sind in der Überzahl. Leider sind Kampagne und Level sehr kurz und die KI und Spielephysik lassen zu wünschen übrig. Genauso wie das Kameratracking, das hin und wieder aussetzt. Nichtsdestotrotz ist Superhot ein mehr als gelungener VR-Shooter mit großem Spaßfaktor. In dem Jump'n'Run-Adventure steuert ihr Captain Astro durch kunterbunte und abwechslungsreiche Levels auf der Suche nach seinen Crewmitgliedern. Die kleinen Roboterwesen hat es nämlich auf 5 verschiedene Planeten verschlagen. Bei den Hüpfpassagen durch Canyons, Fabrikanlagen, Höhlen oder einer Stadt in den Wolken sind präzise Sprungtechnik und Geschicklichkeit entscheidend. Astro kann zudem Raketen in seinen Stiefeln zünden, um Distanzen zu überbrücken oder Gegner auszuschalten. Ihr erlebt das Geschehen dabei als Kameramann und steuert den kleinen Robohelden um euch herum. Zudem könnt ihr mit dem Kopf Wände zerstören und Bälle per Kopfball abfangen. In der Welt gibt es viele Geheimnisse zu entdecken, weshalb ihr die kurzen Level immer wieder besucht. Schalter, Mechanismen oder geheime Wege sind nämlich gut versteckt. Leider verliert man in dem Ganzen manchmal den Überblick und den kleinen Roboterfreund aus den Augen. Hin und wieder findet ihr ihn sogar direkt hinter, über oder unter euch. Kurzum, eine gelungene Demonstration der Fähigkeiten von PlayStation VR.
In dem Action-Adventure-Puzzle mit Jump'n'Run-Einlagen Moss steuert ihr die unheimlich niedlich animierte kleine Maus Quill durch eine fantastische Märchenwelt, die auf eure Berührungen reagiert. In dem kindgerechten Abenteuer löst ihr Rätsel, erkundet Schlösser, Tempel und verwunschene Wälder und bestreitet packende Kämpfe. Mit dem Controller steuert ihr mit dem linken Stick die kleine Heldin, während ihr mit euren Kräften Fallen und Hindernisse aus dem Weg räumt. Selten war eine Fantasy-Welt so gut an die virtuelle Realität angepasst. Das Level-Design wirkt so gut ausgeklügelt, dass man nicht selten beim Erkunden oder Umdrehen zusammenzuckt, weil man Angst hat, sich den Kopf zu stoßen. Durch die fixe Perspektive kommt auch keine Motion Sickness auf. Leider ist der Spielspaß mit nur ca. 3-4 Stunden sehr kurz und die Rätsel sind im Großen und Ganzen auch nicht wirklich fordernd. Aber hochaufgelöste Texturen und viele liebevolle Details tragen zu einem eindrucksvollen VR-Erlebnis bei. Wipeout Omega Collection ist eine Sammlung der letzten Wipeout-Teile der PS3 und PS Vita und darf obendrein auch in VR gespielt werden. In dem futuristischen Rennspiel gleitet ihr mit Antigravitationsschiffen über knallbunte Rennbahnen. Dabei könnt ihr aus 46 Schiffsmodellen wählen, die alle mit unterschiedlichen Eigenschaften wie Schub, Geschwindigkeit und Schildstärke ausgestattet sind. Die VR-Fassung umfasst sämtliche Inhalte des Spiels, wie zum Beispiel die Online-Rennen, bei denen eure Gegner auch am klassischen Fernseher spielen können. In Virtual Reality fühlen sich die rasanten Rennen noch viel intensiver an, denn man sitzt selbst im neu designten Cockpit des Gleiters. Eine Außenperspektive ist aber auch möglich. Trotz des schnellen Tempos läuft alles erstaunlich flüssig auf den achterbahnähnlichen Kursen. Gegen flauen Magen gibt es diverse Einstellungen, zum Beispiel kann das Sichtfeld auf die Strecke eingeschränkt und Cockpit angepasst werden. Wipeout war schon auf der ersten PlayStation ein Riesenspaß, aber in VR ist es noch viel beeindruckender. Beat Saber ist ein rhythmusbetontes Musikspiel, das 2018 als erweiterte Version fürs PlayStation VR erschienen ist. Im Takt der Musik müsst ihr mit den PlayStation Move Controllern bunte Blöcke zerhacken, die unterschiedlich schnell auf euch zufliegen. Um den Würfeln den Chaos zu machen, habt ihr zwei Lichtschwerter zur Verfügung. Das eine ist rot und das andere blau. Achtet also darauf, dass ihr mit dem roten Schwert auch nur die roten und mit dem blauen Schwert nur die blauen Blöcke zerstört. Auch die Schlagrichtung und der genaue Moment ist wichtig. Riesenspaß macht auch die Musik, zu der ihr im Takt schlagt, denn diese hat richtigen Ohrwurmcharakter. Leider ist die Songauswahl in der Grundversion nicht besonders groß. Das Prinzip des Spiels ist zwar einfach, aber es macht schnell süchtig, weil man immer wieder neue Punkterekorde aufstellen möchte. . 2019 kam ein gigantisches Update zu No Man's Sky heraus, das auch einen VR-Modus enthält. Und dieser hat es in sich, denn ihr dürft das komplette Universum mit seinen 18 Trillionen Planeten nun mit Rundumsicht erkunden. Dabei fliegt ihr nicht nur im Raumschiff-Cockpit durchs All, sondern landet ebenso auf Raumstationen und Planetenoberflächen. Dabei erforscht ihr Flora und Fauna aus nächster Nähe, sammelt Ressourcen und bekämpft Wächter. Obendrein könnt ihr mit Fahrzeugen die Areale unsicher machen. Das neue Update bietet eine Unmenge neuer Möglichkeiten, darunter auch verbesserter Basisbau, Tierzucht, Online-Modus mit 8 Spielern und der Nexus, der als Treffpunkt mit anderen Spielern dient. Schade nur, dass die Grafik in VR recht unscharf aussieht. Dennoch bringt No Man's Sky die Geheimnisse des Kosmos zum Greifen nah. Übrigens ist das Spiel auch ohne VR absolut empfehlenswert, da es sich dank zahlreicher Updates seit dem Start 2017 zu einem echten Space-Epos entwickelt hat. Mit Resident Evil 7 kehrt die Serie endlich zum klassischen Spielprinzip des Survival-Horrors zurück. Entwickler Capcom zeigt erstmals in der Ego-Perspektive und in VR, wie es sich anfühlt, durch dunkle, vermoderte Korridore zu schleichen und von Monstern gejagt zu werden. Und das nicht nur auf dem Bildschirm, sondern mittendrin im Geschehen. Wie nie zuvor verspürt man ein beengendes Gefühl von Panik, denn hinter jeder Ecke könnte der nächste Schockmoment lauern und Gegner plötzlich direkt vors Gesicht springen oder von hinten angreifen. Munition ist gerade in höheren Schwierigkeitsgraden sehr rar und die Gegner stecken viel ein.
Nicht selten kommt es vor, dass panische Fluchtversuche in einer Sackgasse enden und ihr in die Fänge der böswilligen Baker-Familie geratet. Resident Evil 7 überzeugt mit bedrückender, aber herausragender Atmosphäre und ist damit eines der Top-Spiele in VR auf der PlayStation 4. Mit The Elder Scrolls 5 Skyrim VR wurde einer der erfolgreichsten Rollenspielklassiker in eine fantastische und beeindruckende Virtual Reality Welt gebracht. Noch mehr als zuvor taucht ihr in das Spielerlebnis ein und seid mittendrin im Kampf gegen Monster und Drachen. Auch ganz einfache Gespräche mit Bewohnern der Welt rücken im VR in ein ganz neues Licht. Denn man kann sich frei umsehen, die Umgebung hinter sich bewundern oder genauer unter die Lupe nehmen, was der Gesprächspartner denn für Schuhe trägt. Die bisher schon beeindruckende Landschaft wirkt im VR-Modus noch realistischer, aber auch spartanischer. Denn das Spiel wirkt unschärfer und weniger detailreich in VR. Gut, dass man sich wahlweise stufenlos oder per Teleport fortbewegen kann, um Übelkeit zu vermeiden. Die 2017 herausgebrachte VR-Version bietet zwar keine neuen Inhalte, aber Entwickler Bethesda ist auf jeden Fall eine überzeugende Umsetzung gelungen und die Welt von Skyrim beeindruckt wie nie zuvor. So, das war's jetzt auch schon wieder von unseren Top 10. Falls ihr bisher VR noch nicht ausprobiert habt, würden wir euch das unbedingt empfehlen. In der Beschreibung unten findet ihr Tipps, wo ihr zum Beispiel das Starterpack kaufen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Gefällt mir und ein Abo da und seid bei der nächsten Folge dabei oder anderen Videos auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dann!